Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Football Manager 2015. So, nicht FIFA, Football Manager. Leute, los geht's, auf geht's, ab geht's. HSV, drei Tage, dann geht's gegen den HSV. Meine Herren, ihr seid aber auch Jaroslav Droppen. Nee, Adler ist im Tor. René Adler. Ich war ja immer ein großer Adler-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat sich dann ja ein bisschen gelegt, seitdem er beim HSV ist. Wen haben wir jetzt gescoutet? Birki haben wir gescoutet, letztes Mal ja 1-1 gegen Hannover 96 gespielt. Reps schlägt das Scouting ab. Montin holt, ja, den können wir natürlich nicht verpflichten. Der ist natürlich von der Gehaltsvorstellung weit aus unserem Budget gefallen. Spanien Auftrag, Dani Alves, Pedro und Sami Khedira. Khedira eine sehr interessante Sache. Ach ne, er hat seinen Vertrag verlängert. Ah, das ist natürlich doof. Sonst wäre Khedira eine sehr interessante Sache gewesen. Pedro für das rechte offensive Mittelfeld. Da haben wir ja Blaschikowski und so weiter und so fort. Und für die rechte Verteidigerseite Dani Alves. Leute, Dani Alves auch ein bisschen zu teuer vielleicht noch. Verfügbare Spieler sind gerade nicht da. Sahen ja fast gleich aus. Aber Barcelona hat doch noch hier, die haben Ter Stegen, ne? Aber den wollen sie wahrscheinlich nicht abgeben. Ter Stegen für 9 Millionen. Ist Ersatzspieler, sonst Bravo, Claudio Bravo. Wir können Ter Stegen natürlich auch zurückholen. Den scouten wir auch nochmal. Ja, Torwartposition. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass die Torwartposition unsere Achillessehne ist. Haben wir nicht noch hier zurückgezogen? Der Spielmacher ist noch. Ist dringend und trotzdem wird hier keiner gesucht. Den Ersatz für Reus haben wir gefunden. Leute, ihr seid wirklich. Ihr seid nicht schön hier, unsere Scouts. Stammspieler, und zwar suchen wir einen Torwart. Ach, alle Rollen, scheiß da drauf hier. Scout, beauftragen, Transfer. Priorität sehr dringend. Scout, empfohlen vom Chef-Scout. Suchgebiet. Ist mir doch egal. Dauer, ein Monat. Los geht's, auf geht's, ab geht's. Ein Monat wird jetzt gescoutet und wenn bis dahin nichts gefunden ist, dann habt ihr echt Probleme. Das, weil die anderen noch in Vorbereitung sind. Wir haben da nichts Konkretes gesagt. So, jetzt erstmal gucken hier. Browns medizinischer Bericht, Leute. HSV. Das ist, sollte unser noch nicht letztes Spiel sein, ne? Ne, sind noch zwei Spiele. Gegen Paderborn und gegen HSV noch. Erste Bundesliga am Sonntag, bla 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 bla. So, Kevin Volland. Bericht über Ter Stegen. Angriffsspiel jetzt erstmal Ter Stegen. Was haben wir dann da für einen Bericht? Es gibt noch ein paar Fragezeichen, ja. Ja, ja, ja. Scouting Pool. Hier, und zwar zacki zacki. In einem Monat will ich das wissen, was der alles so kann. Und auch was mit Birki ist, was der alles so kann. Keine lohnenswerte Verpflichtung, das sehe ich nämlich ganz anders. So, hier, Scouting Pool, und zwar ein Monat, habt ihr Zeit, mir hier konkrete Sachen zu liefern. Und dann können wir weitergeben. Bilnas unterschreibt den Vorvertrag, okay. Dortmund Favorit. Frage von Niklas Binder sagt, wie wichtig sind in dieser Saison die Leistungen von Vallon Brahimi für den HSV? Ich bin hier, um über mein Team zu sprechen, würde ich fast sagen. Ich werde Brahimi jetzt nicht kommentieren. War das schon die Pressekonferenz? Haben die gemerkt, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe? Slomka besteigt heißen Stuhl in Hannover. Mirko Slomka ist wieder Trainer von Hannover 96. War ja zurzeit auch zu seiner Zeit bei Hannover, also vor seiner Zeit bei Hannover, war Slomka auch für den Hamburger SV, Schalke und den Tennis Borussia Berlin. Ne? Tennis Borussia Berlin, das ist der Aufstieg. Shanalulu ist Fußballer des
der Woche geworden und Reus und Durm sind in der Mannschaft der Woche. Hummels fällt immer noch 2 bis 3 Monate aus und 7 Wochen bis 2 Monate ist Mkhitaryan noch außer Gefecht gesetzt. Und ansonsten ist Juracek auch noch verletzt. Ein rechter Mittelfeldspieler. Wie dem auch sei, wir müssen gucken hier. Langenrack ist wieder im Tor, immer noch im Tor. Shinji Kagawa hat ja ganz gute Leistung gezeigt. Eigentlich alles bleibt wie gehabt. Kehl wird durch Nuri Sahin ersetzt, das ist so das Einzige. Blaschikowski kommt raus, Kampel kommt rein. Gündogan kommt raus, Sahin kommt... Nee. Na, muss mal kurz überlegen jetzt. Immobile, Aubameyang hat echt nicht gut gespielt eben, deswegen kommt Immobile mal rein. Ansonsten, 24 Spiele hat Bender noch schon. Der hat echt jedes Spiel gespielt. Warum ist der eigentlich nicht Kapitän? Warte mal. Kapitäne hier. Sven Bender. Kann er sogar noch vor Kagawa sein hier. Sven Bender. Vor Reus? Nö, so ist okay. So, Aufstellung ist okay. Oh, hier. Mit einem Sieg könnte HSV auf der 3. Tabellenplatz rutschen sogar. Und Dortmund... Kann nichts passieren. Nehmen wir erstmal alle Ratschläge an von unserem Co-Trainer und dann von Thomas Tuchel, der gute Tommy. Mit unserer Qualität sollten wir jegliche Probleme gewinnen. Ich gehe fest von, dass wir unseren Lauf fortsetzen. Das findet Bender nämlich auch. Da hat er auch jedes Spiel gespielt. Sven Bender, Leute. Der Motor in unserem Team. Jetzt ist Immobile drin. Müssen wir gucken, wie sich das auswirkt. Reus erstmal. Reus Adler. Meine Herren, Immobile ist ja keine 10. Immobile ist ein kompletter Stürmer, haben wir gesagt. Oder? War das? War so, ne? Pisscheck auf jeden Fall. Papastathopoulos. Weit vor auf Kampel. Der kann hier sich nochmal auszeichnen. Kevin Kampel, Immobile. Ja, wer sagt es denn? 1:0, Ciro Immobile, Vorarbeit Kampel, die zwei, die ich eingewechselt habe. Was ist denn da los? Ciro Immobile, ganz locker. Jetzt zeige ich dir nochmal hier so. Ja, ich habe hier die dicksten Eier, sagt er. So, Ciro Immobile. Vielleicht das große Missverständnis kommt jetzt vielleicht doch zu sich. Piszczek, Kampel, Kleber. Olic spielt auf Papastathopoulos. Bender, Gündogan. Kagawa. Oh, wird er gestoppt? Brahimi jetzt. Van der Vaart. Olic. Olic hier die einzige Sturmspitze, wie ich das sehen kann. Olic auf Steinmann. Steinbender. Bender raus auf den Flügel zu Reus. Reus. Marco Reus. Der soll auf Immobile spielen. Und da ist das 2:0. Ciro Immobile zeichnet sich jetzt mit seinem 6. Saisontor schon aus. 2. Tor heute. Was ist denn da los? In 4 Minuten. Da, in 5 Minuten. Macht Immobile da einen Doppelpack. Also wenn das nicht eine gute Investition war, in den Wechsel zu vollziehen, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt Reus, macht dann den Dreierpack, den Immobile. Papastathopoulos, Kampel erstmal, Kampel. Jetzt vor, bring den Ball nach vorne, Junge. Subotic. Raus auf Bender. Bender, der Motor im Mittelfeld. Papastathopoulos. Reus, Marco Reus jetzt auf rechts. Das mag er, das kann er. Adler mit dem Knie dran. Wieder eine Ecke. Durch Reus. Das ist auch das nächste Highlight. Meine Güte, hier ist was. Hier wird was geboten. 2:0. Reus. Van der Vaart klärt. Durm. Erik Durm. Na. Dann warten wir mal. Die spannenden Minuten sind ja jetzt schon um, die ersten. Die ersten 4. In denen Immobile gleich 2-mal getroffen hat. Meine Güte. Das war gut eingesetzt. Piszczek. Mit der gelben Karte. Adler jetzt erstmal. Der ist natürlich bedient für heute. Kleber. Brahimi. Auf Giroud. Giroud zurück auf Adler. Oh mein Gott, das dauert ja lange. 100 Jahre später. Kleber nochmal. Kleber. Liegt ihn weit vor. Papastathopoulos natürlich da. Bender. Gündogan. Will da auf Immobile durchstecken, aber Kleber deckt ihn. Giroud. Raus auf Müller. Durm ist da. Reus. Und jetzt wieder Konter. Da fahren sie wieder den Konter. Da kommt der Zug. Der Dortmunder Zug. Reus geht durch. Und Immobile. 3:0. Giroud hat Reus zwar gefoult, aber Immobile macht den Dreierpack.
Ciro Immobile. Zeigt jetzt Mensch, Aubameyang. Guckt ihr das an, hier. Kampfansage mit dem Dreierpack. Also ich freue mich darüber. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt. Darauf habe ich nochmal einen Schluck Wasser gegeben. Ostscholleck erstmal. Jansen. Der ja seine Karriere beendet hat, Marcel Jansen, ist ja jetzt auch schon Rentner. Olic. 3:1. Ivica Olic zeigt da mit seinem 9. Saisontor mittlerweile. Mensch, der ist ja schon... Schon ein paar Mal hat er getroffen, Ivica Olic. Da muss man vorsichtig sein. Müssen wir gucken. İlkay Gündoğan ist natürlich ein bisschen müde schon. Da in der Pause bringen wir Şahin. Alaba, das ist mit dem 2:0 für die FC Bayern. Meine Güte, Leute. Hier wird was geboten. Ein Dreierpack von Immobile. Und jetzt auch noch ein Tor von Olic. Van der Vaart. Aber Kampel ist da. Kann aber nicht nachsetzen. Götz, Olic, Langerak kommt nicht ran. Meine Güte, was ist denn da los, Langerak? Und in der Defensive. Olic schon mit dem 2. Tor. Wir können uns doch jetzt hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen vom HSV. Das geht doch nicht. Meine Güte, Langerak, was ist denn da los, ey? Hat sich so gut ausgezeichnet zu Anfang der Saison. Und jetzt ist er so ein unstabiler Faktor. Mensch, jetzt nicht nachlassen. Lehnt euch jetzt bloß nicht zurück. Immobile findet das überhaupt nicht gut. Und ich finde, dass die Verteidiger richtig schlecht sind. Beruhigt euch, meine Güte. Meine Herren. Die sollen mal ruhig sein. Also hinten. Die sollen entspannt sein. Sieht sehr nervös aus, Erik Durm. Na, da... Bin ich ja froh. Bender jetzt auch noch mit der gelben Karte, war ja auch sehr aggressiv da. Marco Reus hat einen Schlag abbekommen, yo. Jetzt verlieren wir auch noch Reus. Kampel dann auch gleich rauskommen hier. Reus geht. Giao kommt rein. Şahin für Gündoğan dann. Doppelwechsel. Giao mit dem Jugendspieler machen wir weiter. Auf der rechten Seite. Kampel auf links jetzt. Und Şahin. Nach seiner Verletzung. Gucken, dass er vielleicht nochmal kreative Akzente setzt. Nuri Şahin. Ist ja auch mehr so der kreative Kopf. Sollte auch hier. Was soll der sein? Ein vertikaler Spielmacher. Und das soll er auch sein, Nuri Şahin. Der soll von hinten raus das Spiel machen. Dafür ist er da. Shinji Kagawa hat auch gleich einen Schlag abbekommen. Yo. Sind ja schon nicht gebeutelt genug. Kagawa raus. Komm, Blazikowski rein. Nein, hier, Aubameyang kommt rein. Aubameyang. Letzte rückgängig machen wir Aubameyang für Kagawa reinkommt. Dann mit den zwei Stürmern muss es gehen jetzt. Aubameyang, unser zurückgezogener Stürmer gerade. Giao hat auch noch einen Schlag abbekommen. Ach du Heiliger. Wie viele sind noch verletzt? Kleber. Jiracek, Jansen, Piszczek da, Giao verletzt, geht nicht richtig in den Zweikampf, Kleber wieder, Brahimi, oh, das gibt eine rote Karte, ich sehe das schon, das ist hier so ein rotes Kader-Highlight, Müller. Oh. 3:3, Ivica Olic, auch ein Dreierpack, heute nicht nur Immobile in Form, auch Olic. Und dann hat Josef Claude Giao natürlich auch noch einen Schlag abbekommen und wir können ihn nicht tauschen. Olic dominiert das Spiel. Wir sollten ihn decken, ja. Ich sehe das genauso. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Immobile, jetzt zeig uns. 4. Tor noch. Giao. Das geht doch nicht. Papastathopoulos. Jetzt aber. Bender. Aubameyang. Das dauert zu lange da. Es muss schneller gehen. Piszczek mit einer Flanke auf Kampel. Kampel, meine Güte, 4:3. Kommst du nicht drauf klar, ey. Kevin Kampel. Staubt da ab nach der Vorlage da von... Ich weiß es gar nicht, wer war es denn? Es ist eigentlich auch egal, wer es war. Hauptsache, es steht 4:3. Oh, Aubameyang hat auch einen Schlag abbekommen. Spiele ich jetzt überhaupt noch mit... Habe ich überhaupt noch Spieler drauf auf dem Fels oder was? Oder ist es nur noch Langerak?
5 Minuten Nachspielzeit, das schaffen die doch nicht. Oh, Jiraschek, Jansen nochmal. Jetzt draufgehen, draufgehen. Piszczek, Piszczek, rote Karte, komm. Gelb-rot, Piszczek fliegt vom Platz. Also gegen den HSV, das ist ja Angstgegner für Dortmund. Meine Herren, Piszczek. Ass. Ist ja nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr, was sich hier abspielt. Bender jetzt auf der rechten Verteidigerposition. Das ist auch nicht seine richtige Verteidigerposition. Für Papastadopoulos hilft das vielleicht. So, jetzt aber. Komm. Komm mit deinem Freistoß. Luis Holtby jetzt drin. Weiter Freistoß. Such Kleber. Bender da. Giao. Einfach nach vorne das Ding. Einfach nach vorne das Leder. Scheiß auf Verluste. Scheiß darauf, was hier passiert. Hauptsache der Ball ist weg. Ecke nochmal von Müller. Der bringt die kurz rein. Jetzt Kampel. Schön weit nach vorne. Boah, das Spiel ist zu Ende. 4:3. Meine Herren. Hier ist was los, ey. Ganz bestimmt sagen wir, Mensch, heute schöner Sieg, Jungs. Richtig schöner Sieg. Besonders Immobilie hat mir sehr gefallen. Piszczek, ja, solche Dinge passieren nun mal. Kannst du nichts bei machen. Immobilie natürlich Spieler des Spiels. Dortmund hält Anschluss nach vorne. Also das ist unglaublich. Wir gucken mal. Dortmund schlägt HSV nach hartem Kampf. Ja, Reus 3 bis 4 Wochen weg. Aubameyang 5 bis 8 Tage. Giao 3 bis 4 Tage. Ivica Olic hat einen Hattrick. Atemberaubend. Wir hatten kein Gegenmittel. Ciro Immobile hat großartiges Spiel gemacht. Ich werde morgen sicher mit Anrufen rechnen. Ich werde nicht neben dem Telefon sitzen. Was ist Immobile? Ist er eigentlich noch? Ist er noch auf der Transferliste hier? Nimm ihn raus. Nimm ihn weg. Kein Status gesetzt. Immobile, der ist natürlich unersetzlich gerade. Teamstatus nicht benötigt. Er ist auf jeden Fall ein Rotationsspieler. Der kommt rein. Der muss zeigen, was er drauf hat. Was wird hier noch gesagt? Die Fans haben sicherlich das Spiel sicherlich genossen als Trainer. Phänomenales Spiel. Phänomenal von Immobile. Ich glaube nicht, dass Zinnbauer seine Spieler angewiesen hat, dass er hier richtig auf die Knochen geht. Ich denke, diese Debatte, ob es wirklich dieses harte Spiel gab, bin ich weniger interessiert. Ivica Olic hat auf jeden Fall gut gespielt. Natürlich ein exzellenter Start für uns. Spektakuläres Tor. Reus. Noch ist nichts bestätigt, aber es sieht besser aus als befürchtet. Nein, finde ich nicht. Ich möchte mich da. Also, wir wissen das nicht genau. Auswirken. Es ist offensichtlich ein Verlust für uns. Piszczek wurde für ein Spiel gesperrt. Bericht von Bürki. Leverkusen entlässt Schmidt. Roger Schmidt. Jürgen Klopp. Bilic und Claudio Ranieri stehen zur Debatte. Und wer fliegt als nächstes? Guardiola wird gesagt. Danach Christian Streich und Dieter Hecking. Wir sind zum Glück noch nicht drin. Ja, Roger Schmidt. Dann kommt jetzt Jürgen Klopp vielleicht zurück. Allerdings für Bayer Leverkusen. Immobile gut in Form, auf jeden Fall. Da spielt auf jeden Fall auch das nächste Spiel gegen Paderborn, da bin ich mir sicher. Der ist ja auch nicht geflogen gegen Paderborn. 2. gegen 17. Dann ist die Vorrunde auch zu, oder die Vorrunde sagt, die Hinrunde zu Ende. Ich bin gespannt. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, sagt euch Ciao.